Hallo liebe Hublock-Leser, willkommen zu einem neuen Video und ich habe euch wieder was Spannendes mitgebracht. Die Philips Hue Lilly kennen wir ja alle seit knapp 2 Jahren, ist ein toller Outdoor-Gartenspot, der mit dem Niedervolt-System von Philips Hue funktioniert. Das heißt, ich habe ein Netzteil mit Außenstecker, das ich in jede Steckdose stecken kann und muss mich dann nicht mehr mit 230 Volt, mit festen Verkabelungen herumschlagen. Ich kann dieses Teilchen einfach wunderbar überall positionieren und das Ganze entweder mit einem kleinen Standfuß, den ich festschrauben kann, den ich auch noch abmachen kann. So ein kleines Zwischenstück kann ich dazwischen stecken und einen Erdspieß gibt es auch noch dabei. Mit 640 Lumen ist die Lilly schon recht hell, heller zum Beispiel als eine normale GU10, die ja auch manche in einen Außenspot reinstecken, aber noch nicht hell genug. Und genau deswegen hat Signify die neue Philips Hue Lilly XL auf den Markt gebracht. Und ich finde die wirklich super spannend. Gibt es nur als Erweiterung, UVP 139,99. Das Netzteil müsst ihr also selbst dazu kaufen. Gibt es ab Ende Februar auch einzeln oder im April sogar als 100 Watt starke Variante als Alternative zum bisherigen 40 Watt Netzteil, was es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt stand. 10. Februar nur in den alten Starter-Sets gibt es zum Beispiel mit der Lilly. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ich werde euch heute zeigen, was alles drin steckt in diesem kleineren Paket ohne Netzteil und natürlich auch, wie sich die neue Lilly XL im direkten Vergleich zu der bestehenden Lilly und auch im Vergleich zu einem GU10-Spot schlägt. Wir schauen mal, was drinsteckt im Paket. Wir erinnern uns, bei der Lilly gibt es einen Erdspieß, eine Montageplatte und so ein Verlängerungsstäbchen. Und wir gucken mal, was jetzt beim großen Modell drinsteckt. Natürlich als allererstes ein bisschen gestartet und Anleitung. Und dann kommen wir zu zwei Paketen. Ich ziehe einfach mal hier dran. Ich weiß es nicht, was da drin steckt. Zack. Und hier haben wir, na, das sieht mir schon nach der Lampe aus. Pappe. Besser als Styropor. Und da haben wir sie auch schon. Die Lilly XL. Und ich sag euch jetzt schon mal, das Ding, wow, ist echt ein fetter Brocken. Also, Halleluja. Wenn man das jetzt mal vergleicht, das ist echt krass. Wow. Nicht so tief. Ah, ihr seht es ein bisschen weniger tief. Dafür aber richtig dick. Also ein richtiger, im Ruhrgebiet sagt man ein richtiger Brummer, ein Oschi. Dementsprechend, ich zeige es auch mal hier unten, so auch die Montageplatte deutlich größer. Ja, schon mal nicht verkehrt. Und was auch nicht verkehrt ist, die ganzen CE-Kram, ich weiß nicht, ob man sehen kann, da alles schön unten drauf gedruckt, damit es optisch nicht stört. Aber wir haben ja noch mehr hier im zweiten Karton. Muss ich in Ordnung machen. So, im zweiten Karton haben wir noch, auch spannend, auch eine Neuerung, eine, schups, okay, eine Kappe. Und diese Kappe setzen wir ganz einfach auf die Lilly drauf und können dann das Licht ein bisschen mehr fokussieren. Welche Auswirkungen das hat, werde ich euch gleich auch noch mal im Video zeigen. Wir packen aber noch mal weiter aus. Hier haben wir Erdspieß und diesen Verlängerungsstab. Die sehen mir, lasst mich nicht lügen, genauso aus. Also hier gibt es kein Größen-Upgrade im Vergleich zur normalen Lilly. Und dann haben wir hier ein Kabel. Und hier muss ich sagen, das kommt mir ein wenig kurz vor. 1 Meter, 2 Meter. Also das ist nur das kurze 2,50 Meter Kabel. Da hat Philips Hue also ein bisschen gespart. Denn bei der normalen Lilly gibt es noch ein 5-Meter-Kabel mit dabei.
das ich auch hier rumliegen habe. Also hier seht ihr schon, zack, bei der alten Lili, sowohl bei der Erweiterung als auch beim Starter-Set mit Netzteil, doppelt so viele Kabel. Ja, aufs Kabel kommt es aber am Ende wohl nicht an, würde ich sagen. Es kommt darauf an, wie das Ding hier alles wegflasht. Und genau das zeigen wir euch jetzt gleich mal. Ja, da werden wir also hier, ich sag mal, im Garten. Aufgrund des Sturms habe ich die ganze Geschichte mal nach drinnen verlegt. Ist auch ein bisschen angenehmer vom Temperaturklima her. Als erstes lösen wir schwupps die bestehende Lampe, schrauben dann, ich mal schauen, hier das T-Stück ran. Zack, drehen das zu, dann ist das Ganze wasserdicht. Man kann es auch in der Erde verbuddeln, habe ich schon über mehr als ein Jahr hinweg erfolgreich ausprobiert. Dann schließen wir die vorhandene Lampe wieder an. Und jetzt hätten wir hier die Möglichkeit, entweder ein Kabel anzuschließen oder zu sagen, okay, komm, wir schließen das mal an. Und no joke, ich habe dieses Ding noch nicht leuchten sehen. Und bin sehr gespannt. Okay, es ist auf jeden Fall hell. Wir machen hier mal einen kleinen Vergleich. Ihr werdet wahrscheinlich einfach nur geblendet. Und ich würde sagen, ich richte die beiden Teilchen jetzt mal ein. Und spiele ein bisschen mit den Farben rum, mit den Szenen. Und dann schauen wir mal, ob man hoffentlich, sag ich mal, einen Unterschied erkennt in der gebotenen Helligkeit. So, alles ist verkabelt, alles ist aufgebaut, alles ist in der Hue-App eingerichtet und wir starten einfach mal mit dem GO10-Spot. Das war ja bis vor einiger Zeit eine ganz beliebte Methode, draußen was anzustrahlen, da es einfach keine Outdoor-Geschichten gab von Philips Hue bis vor 2 Jahren. Danach, nach der GO10, kam die Lily XL, die dann gegenüber den 250 Lumen bzw. 350 Lumen der jetzigen GO10-Generation 640 Lumen an den Start gebracht hat. Und das Ganze sieht dann so aus. Wir sehen also schon deutlich heller die ganze Geschichte. Und war bisher meiner Meinung nach ja, eine ganz akzeptable Sache, wenn es um Größenordnungen geht, wie wir jetzt da sehen, so ein kleiner Strauch, ein kleiner Busch, vielleicht an der Wand so ein bisschen hoch. Ja, aber jetzt, ich habe die also beide direkt nebeneinander stehen, ihr seht das unten. Achtet mal so ein bisschen auf die Schatten. Ich schalte die mal, die Lily aus und die Lily XL wieder ein und dann werdet ihr deutlichen Unterschied sehen. Ich finde, das ist einfach insgesamt heller. Es ist, das könnt ihr jetzt nicht mehr sehen, selbst die Decke ist noch richtig hell erleuchtet und es ist auch breiter gefächert, einfach das Licht ein bisschen, einfach, ja, man sieht es gerade zum Beispiel links, da ist dieser kleine Tisch, da achtet vielleicht mal auf den Schatten. Ich stelle nochmal um von der Lily XL auf die Lily und da seht ihr also, dass der Schatten nicht annähernd so krass ist, so dunkel ist, wie es bei der Lily XL ist. Und ich finde es schon ein deutlicher Unterschied in der Helligkeit. Wie sieht es aus bei Farben? Was nehmen wir denn mal? Stellen wir auf Pink. Jetzt sind alle drei an. Und wir fangen auch mal hier mit dem GO10-Spot an. Und da sieht man, ja, es ist so ein bisschen angestrahlt. Wir wechseln vom GO10-Spot zur Lily. Und da muss ich sagen, die Lily ist jetzt auch nicht so mega hell. Wir probieren mal den XL-Spot aus. Und da fällt meiner Meinung nach der Unterschied nicht ganz so groß aus. Ich muss mich mal auf eine Stelle konzentrieren. Auf die Blätter rechts an der Wand vielleicht. Und wir schauen mal. Ja, es ist doch schon, also die XL ist schon heller, aber bei farbigen Sachen ist der Unterschied nicht so extrem, wie wenn wir jetzt auf was Helles gehen, zum Beispiel hier so ein Warmweiß, da ist der Unterschied, finde ich, schon nochmal ein bisschen größer. Also hier haben wir die Lily. Und hier haben wir die XL.
Da seht ihr also schon, es tut sich auf jeden Fall was. Jetzt habe ich noch die Frage, okay, hey, wir haben diese Kappe dabei. Macht die auch nochmal einen Unterschied, wie es, ja, wie sich das Licht richtet? Ja, ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt mal mit euch zusammen aus. So, ich habe das nochmal ein bisschen umgebaut hier. Und ich muss sagen, mit der Kappe, das ist jetzt nicht, um das Licht zu bündeln. Da sind ja auch keine Reflektoren drin. Es ist tatsächlich zur Abschirmung, aber ich finde ein super sinnvolles Teilchen, einfach um ja, noch mehr Möglichkeiten zu haben und ein bisschen mehr Komfort. Wenn ich jetzt hier so sitze, habe ich schön meine Ecke ausgeleuchtet, alles kein Thema. Ich habe aber hier immer im Augenwinkel habe ich die Leuchtquelle, die ich einfach sehe und ja, die schon ein bisschen ja, stören, ist vielleicht nicht richtig ausgewählt, aber so ein bisschen irritierend wirkt das. Man hat es immer so im Augenwinkel. Mit der Kappe haben wir im Prinzip kaum einen Verlust, was jetzt die Lichtwirkung an der Wand betrifft. Aber für mich, wenn ich hier sitze, ist es super, super viel angenehmer, weil ich einfach diese direkte Lichtquelle nicht mehr habe. Ich habe nur noch das Indirekte an der Wand. Das blendet mich aber nicht, das stört mich nicht. Und ich kann auch da hingucken. Ja, es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht mit so einem einfachen Plastikteilchen. Und ja, abschließend kann ich nur sagen, die Lilly XL ist ein echter Brecher. Sie ist super hell, nochmal deutlich heller als die normale Lilly. Wirkt viel wuchtiger, muss man auch sagen. Ist ein bisschen teurer. Ein tolles Produkt, was sich viele wahrscheinlich gewünscht haben, ein Gartenstrahler, der richtig Power hat. Also bei weitem nicht zu vergleichen mit irgendwelchen GU10-Bastellösungen, wo Leute sagen, hey, wenn ich mir eine GU10-Color kaufe für 40, 50 Euro und so einen Baumarktstrahler für 20, dann habe ich eine Lilly für 60 Euro nachgebaut. Ja? Niemals. Und ja, so ein bisschen gemischte Gefühle am Ende zur Verkaufsstrategie, zur Politik von Philips Hue. Das Produkt an sich macht auf den ersten Blick einen super, super guten Eindruck.